Hallihallo und herzlich willkommen, ihr verrückten Seelen da draußen. Ich bin Mina und in diesem Tutorial möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr euch denn eigentlich die Waffe Hammer und Meißel aneignen könnt. Ja, ich werde euch natürlich auch den Fundort zeigen, sowie den zugehörigen zwei Updates, damit ihr die Waffe anschließend auch entsprechend verbessern könnt. Zu diesem Zweck müssen wir zum Sitz der Unendlichkeit reisen, bei weitem einer der größten Tempel, weshalb ich auch versuchen werde, hier möglichst schnell durchzukommen und nicht jeden einzelnen Feind bekämpfen, damit wir dann auch möglichst schnell an unserem Ziel angelangen. Ja, wir sind jetzt hier in unserer Zentrale, im Turm von Falkrim, bei Schwester Genessa. Und gehen hier gleich mal zum Haupteingang raus. Dann geradeaus zur Höhle des Grishas. Und dann gleich wieder rechts. In diese Höhle herein. Ja, jetzt gehen wir hier alles geradeaus weiter. Am Lagerfeuer vorbei. Oben durch. Vorsicht vor den Schützen. Alles geradeaus weiter. Dann rechts abbiegen, hier die Treppe herauf, an diesem Feuerchen vorbei, dann wieder links. Alles hier runter. Oh, nice. Alles runter. Hier könnt ihr euch die Shell von Eredrim holen. Und dann geht's hier eigentlich auch schon hinein in den Tempel. Zum Sitz der Unendlichkeit. Ja, wir befinden uns hier jetzt in der riesigen Eingangshalle des Tempels. Gehen kurz zu Schwester Genessa, um zu speichern. Pray. What wayward spirit beckons? Welcome back, foundling. Yes, yes. It's all happening again. This is the burden of immortality. Ja, auch hier wieder das gleiche Prozedere wie bei allen anderen Waffen, mit Ausnahme vom geweihten Schwert. Ihr geht zum Buch und rezitiert daraus, um anschließend gegen Hadan zu kämpfen. Und solltet ihr ihn erfolgreich besiegen, erhaltet ihr die Waffe. Wenn ihr denn gerne wissen möchtet, wie ihr Hadan am besten besiegen könnt, auch hierfür habe ich ein Tutorial gemacht. Schaut doch gerne mal dort rein. Ich werde euch die Playlist unten in der Beschreibung verlinken. Ja, sobald ihr Hadan erfolgreich besiegt habt, könnt ihr zu dieser Statue gehen und euch die neue Waffe Hammer und Meißel aneignen. Auch hier gibt es wieder ein Amboss, eure Werkbank. Dort könnt ihr eure Waffe verstärken, bis zu 5-mal mit Abschrecksäuren oder aber auch die Updates hinzufügen, sobald ihr diese gefunden habt. Ja, Hammer und Meißel. Das ist der kurze Schlag. Eine sehr schnelle und flinke Waffe. Ich mag die persönlich sehr. Das ist der starke Schlag.
Oder ihr könnt natürlich die kurzen und starken Schläge auch kombinieren. Ja. Wir gehen jetzt hier durch die Halle an diesem riesen Hammermann vorbei und dann gleich links zum Teleporter. Nachdem ihr euch erfolgreich teleportiert habt, geht ihr hier alles geradeaus, dann rechts die Rampe herunter. Dann wieder links. Alles geradeaus. Zu diesem Kreis der Säulen. Bogenschützen-Ladies vorbei und auch an diesem riesigen Hammermann. Hier bei dieser goldenen Säule findet ihr das Update. Ja, wir können jetzt unser erworbenes Update gleich mal in unsere Waffe einschmieden, indem wir hier zum Amboss gehen und das parfümierte Räuchergefäß auswählen und verbessern. Erhalte genug Entschlossenheit durch den Angriff auf Gegner, um eine mächtige Waffenfähigkeit zu aktivieren. Ja, wir können jetzt hier mit L1 und R1 eine Spezialattacke ausführen. Und Entschlossenheit bekommt ihr, indem ihr gegen die Feinde kämpft. Ihr braucht mindestens 2 volle Balken, wie ihr unten links sehen könnt, um diesen Spezialangriff auszuführen. Ich werde euch den gleich mal zeigen. Ja, sieht doch echt schon ganz nice aus. Und ist natürlich auch sehr effektiv. Okay, nun zeige ich euch noch den Weg zum zweiten Waffenupdate. Wir gehen hier auch wieder zur Eingangshalle raus. Wieder vorbei an diesen mächtigen Hammertypen hier. Und wieder zum Teleporter links. Teleportieren. Um das Tor zum zweiten Bereich des Tempels zu öffnen, müsst ihr 3 goldene Säulen aktivieren. Ich werde euch das kurz zeigen. Die erste Säule befindet sich wieder am gleichen Ort, wie wir vorhin schon waren, für das erste Update. Ich hoffe mal, ich versau's diesmal nicht. Zeige euch das kurz. Hierfür müsst ihr einfach, ich lock den jetzt kurz ein bisschen weg hier, wieder zu dieser Säule gehen. Die Hülle hier. Und diese aktivieren.
Dann geht ihr den Weg wieder zurück. Ich nehme jetzt hier mal zwei Pilze. Oder ich glaube einer. Ja, einer sollte eigentlich auch reichen. Damit wir wieder etwas Energie haben. Okay, wir gehen jetzt hier den Weg wieder zurück. Rampe. Und hier vorne, in der Mitte, befindet sich die zweite Säule. Anschließend geht ihr hier rechts weiter. Und dann alles geradeaus. Geisterwesen, dann links an diesem Hammertypen vorbei. Jetzt muss ich mich kurz orientieren. Ja, genau, an diesem Hammertypen vorbei. Dann hier rechts rein. Vorsicht. Hier warten auch noch mal ein paar nette Gesellen auf euch. Alles hier durch, weiter. Dann alles geradeaus. Hier links zu diesem Hammermann. Die Rampe herauf hier. An diesen Gesellen vorbei. Und die Säule aktivieren. Ja, ich bin schon wieder gestorben, macht aber nichts. Wir haben alle drei goldenen Säulen aktiviert. I've kept your flesh safe, Foundling. Und starten hier jetzt wieder von der Haupthalle aus. Okay. Nachdem wir jetzt alle Säulen aktiviert haben, die wir brauchen, um weiterzukommen, geht ihr wieder den gleichen Weg. Wieder links zum Teleporter. Diesmal gehen wir hier links die Treppe rauf. Jetzt könnt ihr nämlich diesen goldenen Knopf am Boden hier aktivieren. Und somit geht das Tor auf zum nächsten Bereich des Tempels. Jo, auch hier wieder alles geradeaus. Dann rechts. Weiter geradeaus. Dann gehen wir als erstes gleich mal hier rechts zu der nächsten Schwester Genessa, um zu speichern. Don't worry. It is not your mind unraveling. Okay, wir sind jetzt hier bei Schwester Genessa im zweiten Bereich des Tempels. Hier links gibt es noch eine ganz nette Abkürzung mit dem Aufzug. Die werde ich euch später auch noch zeigen. Das erspart euch nämlich den beschwerlichen Weg, welchen wir hier jetzt gleich begehen müssen. Und dann könnt ihr einfach die Abkürzung nehmen, solltet ihr sterben. Ja, meiner Meinung nach echt nicht einfach hier. Geht einfach hier rechts alles die Treppen herauf. Vorbei an den Ladies. Und ihr müsst wirklich schauen, dass ihr hier nicht herunterfällt. Hier hinter dieser Säule versteckt sich eine. Die werden wir jetzt kurz angreifen.
damit die uns hier... Ups, seht ihr? Die kommen schon alle. Nicht länger im Weg ist. Dann geht ihr hier durch den Durchgang. Links weiter die Rampe herauf. Und da warten uns auch schon die nächsten. Da könnt ihr einfach durchgehen. Und alles dieser Rondelle entlang hier bis zum anderen Ende. Dann durch diesen Ausgang heraus. Weiter geradeaus. Rechts auch wieder. Wenn sie mich denn löst. Ja, danke schön an den Ladies vorbei hier. Alles die Rampe herauf. Da kommt auch schon die nächste Bogenschützin. Besser gesagt Armbrustschützin. Und ich habe meine Shell verloren. Natürlich kurz zurück. Alles weiter hier. Wir hier nicht runterfallen. Dann gehen wir hier rechts diese Rampe hoch. So, dann links auch an dieser, ja, Armbrustschützin vorbei in diesen Teleporter hinein. Ja, und hier finden wir den Aufzug, welchen wir aktivieren können. Das bringt euch einfach den großen Vorteil, dass ihr nicht jedes Mal den beschwerlichen Weg, welchen wir soeben gegangen sind, machen müsst, solltet ihr sterben. Lohnt sich also auf jeden Fall. Jetzt hier nochmal kurz zu Schwester Genessa. Don't overindulge. Ja, jetzt können wir gemütlich jeweils den Aufzug nutzen. Gehen wir wieder zurück. Säule könnt ihr ihn herbeirufen. Sollte er nicht schon da sein. Und dann geht's wieder hoch. Ja, ist doch ganz praktisch. Wieder zum Teleporter hier. Teleportieren. Schützinnen hier vorbei. Und dann alles geradeaus zur rechten Rampe. Weiter geradeaus. Dann hier links herunter. Rechts, weiter geradeaus. Dann die Rampe hoch hier. An diesem Hammermann vorbei. Diesen Kerl. Alles die Rampe hoch. Netten Kriegerinnen vorbei.
hier herunter. Dann links. Und der Schützin vorbei. Und dann wieder rechts. Alles herunter hier. Und dann hier auf der rechten Seite. Alles der Rampe entlang. Ich werde jetzt mal kurz ein Pilzchen nehmen, damit sich meine Gesundheitsbar wieder etwas auffüllt hier. Einfach um auf der sicheren Seite zu sein, dass wir hier nicht wieder sterben. Ja, an dem riesigen Hammerkerl hier vorbei. Dann links. Hier herein. Und da auf der rechten Seite ist ein Teleporter. Den benutzen wir. Und siehe da, hier findet ihr das zweite Waffenupdate für Hammer und Meißel. Verdorbenes Räuchergefäß. Ja, mit dem zweiten Waffenupdate, verdorbenes Räuchergefäß, könnt ihr dann wieder zu einem beliebigen Amboss eurer Wahl gehen und dieses einschmieden, um somit eine neue Waffenfertigkeit zu erhalten. Erhalte genug Entschlossenheit durch den Angriff auf Gegner, um eine mächtige Waffenfähigkeit zu aktivieren. Diesmal allerdings mit L2 und R2. Ich werde euch das auch wieder kurz zeigen. Natürlich braucht ihr auch für diese Waffenfertigkeit mindestens 2 Balken Entschlossenheit, welche ihr haltet, wenn ihr gegen die Feinde kämpft. Ja. Ja, auch ganz nice. Also, mir gefallen die beiden Spezialattacken mit Hammer und Meißel sehr gut. Und sie sind auch sehr effizient. Ja, also, das war's denn eigentlich auch schon. Sollte euch dieses Video gefallen haben, würde ich mich sehr über ein Like freuen oder auch über ein Abo. Ich freue mich über jede Unterstützung. Und ja. Hoffentlich bis bald. Bleibt so verrückt, wie ihr seid und macht's gut.